Hallo Leute, heute schauen wir mal kurz über das Zubehör drüber. In Sachen Zubehör hat mich die ein oder andere Mail erreicht, E-Mail-Bombing, und die meisten Fragen gehen auf die Einlagen und natürlich auf den Präzisionsanschlag. Die Einlagen in den Sets sind 22 und 38 mm. Beim Anschlag und mit entsprechender Einlage sind dann auch größere oder wertigere Fräser, wie man hier sieht, kein Problem. Ja, es kommen noch andere Durchmesser. Ob ich noch ein oder zwei zusätzliche Durchmesser, größer oder kleiner, zum Verkaufsstart mit aufnehme, sehe ich mal, was denn die Kapazitäten noch so zulassen. Dann würde es natürlich auch noch geben, den Einlagenadapter, um die kleine Makita oder Katsu montieren und verwenden zu können. Es wird auch noch einen Projektadapter geben. Ich nenne das jetzt einfach mal Projektadapter. Der wird ein Lochbild haben, ein gleichmäßiges Lochbild, einen Teilkreis, damit man eventuell seine eigenen Sachen, seine eigenen Bedürfnisse da oben drauf schrauben könnte. Dann hat man nicht nur eine Montageplatte, sondern hätte auch gleich eine Platte für einen Festanschlag, wenn man das möchte. Ein besonderer Leckerbissen ist natürlich der Präzisionsanschlag. Ja, auch mit den flexiblen Lochbildern hier an der Seite jeweils, um die verschiedenen Aluminiumprofile aufnehmen zu können. Und nicht nur Aluminiumprofile, man kann natürlich trotzdem auch sich ein Siebdruck oder ähnliches Holz vorne ran machen, das wieder mit T-Nut-Schienen nachrüsten oder C-Profil-Schienen als Aluminium nachrüsten und diese dann auch mit dem Anschlag verwenden. Der Anschlag passt nicht nur auf die Platten von mir, lediglich nur das Lochbild zum Befestigen ist auf die Platten von mir abgestimmt. Man kann trotzdem weitere Lochbilder hinzufügen, wenn man jetzt zu Hause schon eine Fräsanlage hat. Ja, solange das sich das innerhalb von diesen Maßen abspielt, kann man hier noch Löcher nachrüsten, um das auf sein bestehendes System drauf zu machen. Die Vorteile hat man in den Videos auch schon gesehen, weil es eben eine unheimliche Geradheit in diesem Material drin ist. Ja, und auch durch das Laserschneiden hat sich hier so gut wie gar nichts verzogen. Das heißt, wir sind hier richtig exakt im Winkel und wir haben hier noch eine exakte Geradlinigkeit. Die richtige Basis, um in Zukunft einfach präzise und genau im Winkel arbeiten zu können. Wegen den verschiedenen Aluminiumprofilen ist das Lochbild so gewählt, dass wir das oberste Loch in der Mitte haben und dann haben wir alle 5 mm ein Loch nach unten und der unterste Lochabstand ist Boden bis Lochmitte 10 mm. Die Schrauben, die ich bei mir hier verwende, beziehungsweise diese Aluminiummuttern, eloxiert ganz schick, haben einen Durchmesser von 28 mm und sind gerade noch nutzbar mit dem vorletzten Loch unten, dass man sie noch drehen und bewegen kann. Deswegen sind die Druckteile von mir, wenn man gedruckte Sternmuttern oder sowas etwas möchte, habe ich die für hier auf 27,5 mm gefertigt und die für hier oben drauf, dass man wieder richtig was Schönes zum Festhalten in der Hand hat, sind die 45 mm. Die ganzen Lochbilder im Anschlag, ja, für die Befestigung der Aluminiumprofile oder um den Anschlag dann festzuspannen, sind ab Werk 6,5 mm, um M6 verwenden zu können. Wem das zu wenig ist, der kann sich's aufbohren und kann vielleicht M8 benutzen, wenn er daheim sein System schon auf M8 eingestellt hat. Es gibt vorsorglich obendrauf auf dem Anschlag auch noch zwei Zusatzbohrungen, um die eventuellen Druckteile mit zwei Schrauben sichern zu können. Ja, der ein oder andere hat vielleicht einen ziemlich großen, schweren Schlauch oder Anschlussstück oder sowas dran
Und um dem vorzubeugen, dass sich das vielleicht im Laufe der Zeit rausarbeitet und irgendwann runterfällt oder beschädigt wird, gibt es also schon die Möglichkeit, im Anschlag und auch in den Druckteilen schon ein paar Löcher, um da noch eine Sicherungsschraube oder zwei anbringen zu können. Durch den großen Querschnitt des Rohres ist es möglich, dass wir nicht nur auf einer Seite einen Verschluss anbringen und auf der anderen Seite vielleicht einen Schlauchanschluss. Man könnte sich auch überlegen, ob man mit einem großen Durchmesser in das Rohr reingeht, hier in dem Fall 50 mm, und auf der anderen Seite vielleicht mit einem 34er oder 40er wieder aus dem Rohr rausgeht, um vielleicht eine zusätzliche Absaugstelle zu schaffen, wie das auch beim Probefräsen-Video schon passiert ist. Da habe ich einen zusätzlichen Anschluss ran gemacht, damit ich beim Nutfräsen den ersten Schwall, der entsteht, wenn man die Nut anfängt zu fräsen, der immer nach vorne fliegt, das ist der Drehrichtung geschuldet, um hier auch noch den größtmöglichen Teil mit auffangen zu können. Die Druckteile, die ich bisher verwendet habe, die werden alle bei mir auf Thingiverse hochgeladen. Alle Links werden unten in der Beschreibung drin stehen. Da gibt es dann diese schicken Schrauben, Sterngriffe für oben drauf. Die sind auch immer für M6, kann man die Schraube durchstecken, mit einer Mutter hinten sichern und schon hat man hier ein schönes Teil, um das richtig schön anzuziehen. Die gibt es dann auch eine Nummer kleiner in 27,5, dass man die da hinten auch im vorletzten Lochbild noch verwenden könnte, je nachdem welches Aluprofil das man haben möchte. Dann gibt es auch noch einfach eine andere Form, ja, die sich ein klein bisschen schneller und einfacher drucken lassen. Auch gleicher Durchmesser 45, auch wieder für M6. Lässt sich auch gut greifen und richtig gut anschmettern. Es wird die Druckteile zum Runterladen geben für den Anschlag selbst. Also einmal geschlossen und dann 50 mm, 40 mm und die 34 mm. Alle sind ein klein wenig komisch. Alle sind ein klein wenig konisch. Warum die 34 mm? Das sind ungefähr die gängigen Durchmesser, die man an den Hälsen von den Stabsaugergriffen dran hat. Also wer das verwendet, so wie ich beim Probevideo, beim Probefräsen an meinem Kercher, kann das dann auch hier direkt anstecken. Oder, wie gesagt, zweimal verschiedene Durchmesser, Eingang, Ausgang. Sollte es dann noch irgendwelche Weiterentwicklungen geben, und ich gehe davon aus, dass von euch auch sehr viele Raffinessen kommen werden, dann lade ich das auch bei mir zu Thingiverse mit hoch. Sowas wie das hier. Ja, das hat einen Anschluss für meinen Staubsauger und einen Nebenanschluss, um hier wie im Probefräs-Video diesen zusätzlichen Absaugpunkt noch mit erstellen zu können, um wieder weniger Dreck in der Werkstatt zu haben. Und wenn man das Ganze nicht benötigt, kann man auch einen kleinen Stopsel reinmachen, damit es auch wieder verschlossen ist und kann das normal verwenden. Oder wenn man vielleicht einen zusätzlichen Anschlag haben möchte, dann wird es auch solche Druckteile geben. Hier ganz einfach, das fast einmal in die Nut, kann man auch wieder seine Schraube durchstecken, um dann unten drunter wieder den T-Nutstein verwenden zu können. Und schon kann man das in der Nut verstellen, festziehen und hat für seinen Anschlag hier eine schöne Stelle, wo man es anliegen lassen kann. Das Ganze noch ein wenig weiter gibt es auch hier mit der Möglichkeit, eine 6er Mutter reinzulegen. Ja, dann hier auch wieder die Stelle mit dem kleinen Drehknopf, in dem man die Schraube reinstecken kann. Das ist jetzt auch wieder M6. Warum M6? Obendrauf auf diesem kleinen Druckteil ist eine kleine Erhöhung und auch der Knauf hat außenrum 10 Erhöhungen. M6 hat eine Steigung von genau 1 mm. Das heißt, ein Teilstrich wäre eine Verstellung von einem Zehntel. So kann man vielleicht später nochmal ein bisschen was nachjustieren. Man könnte sich dann auch ein zweites Teil vorne mit drauf drehen. Da ist jetzt nur keine Mutter drin, dass ich es besser zeigen kann.
und nach dem Verstellen könnte man es wieder festkontern, ja, damit sich dann auch im Laufe des weiteren Fräsens nichts verstellen oder verschütteln kann. Es hat auch wieder eine Bohrung für seine Klemmschraube, um den T-Nutenstein verwenden zu können und natürlich wieder etwas, das sauber in die 8er Nut reinpasst. Ob ihr da jetzt Sternmuttern oder Sternschrauben verwendet, ja, oder hier habe ich versuchsweise auch einmal Spannhebelelemente verwendet, habe ich mir gekauft in M6. Ganz nach Belieben, wie ihr je nachdem damit arbeiten wollt oder was ihr da vielleicht noch mit ranbauen wollt, ja, auch da könnt ihr im Laufe der Zeit Erfahrungen sammeln, was euch am besten von der Hand geht. Und wie das der ein oder andere von euch vielleicht schon erraten hat, für was dieses zusätzliche Lochbild und dieses Löchlein hier sein soll, ja, der Plan ist, einen Fräslift für das ganze System anzubieten, der auch wieder so kompatibel ist, dass er an alle Platten ranpasst und auch nachgerüstet werden kann, damit man nicht gleich alles auf einmal kaufen muss. Beim Fräslift ist es aber auch so, erst müssen die Sachen richtig rangenommen werden und sie müssen ausgiebig getestet werden, und zwar ohne sie zu schonen. Und wenn sie sich da bewähren, dann wird er gezeigt und kommt zu euch. Deswegen gibt es auch noch keinen Termin und keine näheren Infos, denn auch da werden wieder ein, zwei Sachen dran sein, die bis jetzt noch nicht so üblich sind. Und sollten doch noch irgendwelche Fragen offen sein, wird es nach dem Video gleich noch einen Livestream geben. Im nächsten Video gibt es alle Infos über die Lieferzeiten, über die Preise, was alles in den Vorverkauf mit reinkommt und wie das über den Online-Shop funktioniert. Das war's von meiner Seite mit dem tollen Zubehör. Wir sehen uns im nächsten Video und mit dem startet auch der Vorverkauf. Bis dann. Servus.